Ihre Majestät, sehr verehrte Damen und Herren, die Sicherheit, die Nuklearsicherheit liegt in der Verantwortung der einzelnen Regierungen und Staaten. Allerdings brauchen wir insgesamt eine allgemeine Sicherheitskultur und die Zusammenarbeit aller betroffenen Institutionen. Dazu diente unter anderem auch der große Gipfel der Internationalen Atomenergiebehörde im Jahr 2013. In der genau von allen Regierungen, die hier auch vertreten sind, eine entsprechende Selbstverpflichtung zur Nuklearsicherheit erreicht wurde. Es muss auf jeden Fall verhindert werden, dass Nuklearmaterial, spaltbares Material in die Hände von Terroristen kommt. Und dazu gehört natürlich auch die Sicherheit der Atomkraftwerke und der entsprechenden Forschungseinrichtungen, die mit spaltbarem Material arbeiten. Das heißt, wir müssen auf staatlicher Ebene erstens für diese Sicherheit sorgen und zweitens dafür sorgen, dass das spaltbare Material nicht in falsche Hände gerät. Dazu haben natürlich auch die internationalen Strafverfolgungsbehörden eine große Rolle zu spielen. Und es muss in dem Zusammenhang auch für die notwendige Gesetzgebung im jeweiligen nationalen Strafrecht in den einzelnen Ländern geschaffen werden, das dann auch mit der nötigen Entschlossenheit umgesetzt wird. Davon werden nicht nur einzelne Staaten profitieren, sondern der insgesamt Frieden und Sicherheit auf dem ganzen Planeten. Dazu benötigen wir eine globale, eine weltweite Zusammenarbeit. Und da liegt noch viel zu tun vor uns zur Durchsetzung beispielsweise der internationalen Konvention zur Bekämpfung von terroristischen Aktivitäten im Zusammenhang mit spaltbarem Material. Ein weiteres wichtiges Instrument ist die UN-Resolution 1415 über die Sicherheit atomarer, chemischer und biologischer Waffen. Die Unterstützung der Umsetzung dieser Resolution ist eine der wesentlichen Aufgaben der UNO in Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde und anderen Organisationen. In dem Sinne trägt die UN dazu bei, mit einem speziellen Programm, das in Zusammenarbeit mit den Zollbehörden organisiert wurde. Ich möchte auch noch mal die ganz besondere Rolle von Interpol ansprechen, wenn es darum geht, die entsprechenden Strafrechtsparagraphen umzusetzen und die internationale Strafverfolgung von einzelnen Tätern hier sicherzustellen. Ein wichtiger Beitrag der Nuklearsicherheit kommt natürlich auch von anderen internationalen, regionalen und lokalen Organisationen und der Industrie sowie der Zivilgesellschaft. Wir müssen nun daran arbeiten, dass diese Bemühungen weiter verstärkt werden. Und wir müssen weiter daran arbeiten, vor allen Dingen auch zu verhindern, dass das spaltbare Material illegal gekauft werden kann. Dazu müssen wir alle die Zollbehörden weiterhin schulen, die Zollbeamten weiter schulen und auch alle anderen relevanten Organisationen. Die UNO trägt erheblich hier dazu bei, und das steht in dem Rahmen auch unserer Bemühungen, die Sicherheit auf dieser Welt zu gewährleisten. Die Nuklearsicherheit ist ein sehr wichtiges, ein essentielles Thema und muss natürlich auch dafür sorgen, dass auf lange Sicht die Nutzung der Atomenergie sicher gestaltet werden kann. Die Nuklearsicherheit wird als solche natürlich durch Atomwaffen und den illegalen Verkauf, die illegale Verbreitung von Nuklearwaffen sehr stark beeinträchtigt. Deshalb ist dieser Gipfel ganz wichtig und er gehört absolut auf die Agenda für die globale Sicherheit. Die Nutzung von Atomenergie muss immer wieder eine allerhöchste Priorität genießen. Und alle Länder, alle Regierungen und alle Organisationen sind deshalb aufgerufen, die Sicherheit tagtäglich zu verbessern. Und es wird auch angestrebt, natürlich
Produktionsstätten für nuklear verspaltbares Material zu schließen, solange sie nicht sicher sind. Das gesamte spaltbare Material muss in Zukunft auch Gegenstand rechtsverbindlicher Überprüfungen auf der internationalen Ebene sein. Und dazu benötigen wir auch die entsprechenden verbindlichen Vereinbarungen. Der Moment ist gekommen, dass wir jetzt hier auch kämpfen weiterhin für die atomare Abrüstung und für die Nichtverbreitung von Atomwaffen. Und ich glaube, dass sämtliche Bemühungen in gutem Glauben, diese Ziele zu befördern, auch anerkannt werden müssen. Insbesondere auch im Hinblick auf von den Staaten, die über keine Atomwaffen verfügen. Es ist also eine ganz wichtige Voraussetzung für den Nichtverbreitungspakt von Atomwaffen, dass allesamt auch dahinter stehen und wir auf jeden Fall im Sinne des Budapest-Memorandums von 1994 weiterhin daran arbeiten. Gerade dieses Budapest-Memorandum ist in guter Erinnerung, gerade in den letzten Tagen, insbesondere im Hinblick auf ein Land, das den Nichtverbreitungspakt unterschrieben hat und auf dessen territoriale Unversehrtheit es jetzt in wesentlichem Maße auch ankommt. Ich rufe alle Regierungsparteien auf, dass wir auf der 2014-Konferenz noch einmal sämtliche legitimen Interessen der Staaten, die nicht über Atomwaffen verfügen, berücksichtigen und dann die entsprechenden Verpflichtungen auch eingehen von all den Staaten, die über Atomwaffen verfügen. Wir müssen hier eine Zuverlässigkeit sicherstellen und dafür sorgen, insbesondere dass auch die Republik Iran mittlerweile dann auch wird nachweisen können, dass sie ihr Nuklearmaterial ausschließlich für friedliche Zwecke nutzen wird. Ich fordere Nordkorea auch auf, sämtliche UNO-Resolutionen zu respektieren, zu achten und mit friedlichen Mitteln an deren Verwirklichung weiterzuarbeiten. Sehen Sie, meine Damen und Herren, die Nuklearsicherheit ist heute ein außerordentlich wichtiges Thema und wirft ein klares Licht auf die Notwendigkeiten, die Erfordernisse der internationalen Sicherheit und Stabilität. Der Erfolg unserer Bemühungen muss darin liegen, dass wir diese Sicherheit gewährleisten und das an vielen verschiedenen Fronten. Wir müssen zum einen gegen den Nuklearterrorismus vorgehen, wir müssen gegen die Verbreitung von Atomwaffen vorgehen und wir müssen sämtlichen Risiken begegnen, die verbunden sind mit der illegalen Nutzung von Atomenergie. Dieser Gipfel ist also auch hier ist ein deutliches Zeichen für die zunehmende Bedeutung dieses Themas. Und deshalb appelliere ich an Sie alle, stehen Sie in vorderster Reihe, handeln Sie als Erste, warten Sie nicht auf die anderen oder warten Sie nicht auf das andere Handeln. Ich zähle auf Sie, ich zähle auf Ihren Beitrag. Lassen Sie uns alle zusammen eine sicherere Welt schaffen, ohne Atomwaffen und vor allen Dingen ohne die Möglichkeit nuklearen Terrorismus. Bitte behalten Sie diese meine Gedanken in Erinnerung und berücksichtigen Sie sie für Ihre Bemühungen zur Herstellung der Nuklearsicherheit überall auf der Welt. Herzlichen Dank.